liebe Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit Nummer 374, heute am 27. Mai, Donnerstag. Ich habe ein neues Thema, der verirrte Bundespräsident. Und zwar möchte ich ein Beispiel sagen, am Beispiel des Globus von Deutschland. Also ein Mann kam in den Laden 1942 und sagte, ich möchte bitte einen Globus von Deutschland kaufen. Da sagte der Verkäufer, Globus von Deutschland. Globus von Deutschland haben wir gar nicht. Ja, was haben Sie denn? Ja, wir haben einen Globus. Na gut, dann möchte ich einen Globus. Können Sie mir den mal zeigen? Ja, er zeigt den Globus, so einen Globus, wie ich hier habe. Und der Mann guckt da drauf und sagt, ja, wo ist denn jetzt Deutschland? Ist es das Blaue hier? Nein, sagt der Verkäufer, das Blaue, das sind die Weltmeere. Ja. Ist es das Grüne hier? Der Verkäufer guckt, sagt, nein, das Grüne, das ist die Sowjetunion. Naja, und der guckt sich den Globus so an, da hat er hier, was ist das denn? Ja, das ist Kanada. Ja, wo ist denn Deutschland? Und dann zeigt der Verkäufer, guckt hier lange, Asien, am Ende von Asien, das kleine Europa, und dann sagt er hier, ja, dieses, hier ist Deutschland. Da sagt der Käufer, weiß das der Führer? So viel zu dem verirrten Bundespräsidenten Horst Köhler. Der Bundespräsident Horst Köhler hielt es für notwendig, der Propaganda, unserer nationalistischen Kriegspropaganda halber, in Afghanistan vor Ort sozusagen nach dem Rechten zu gucken, als könne ein Bundespräsident, der in Afghanistan auf einem Flughafen landet, sich da ein Bild machen von der Lage. Das wird uns hier für die Öffentlichkeit vorgegaukelt, ist natürlich völliger Blödsinn. Jedenfalls auf dem Rückflug von Afghanistan hat dann ein Journalist ein Interview gemacht, ein Journalist namens Ricke für den Deutschlandfunk, das wurde gestern und auch heute gesendet, denn auf dieses Interview und die Aussagen von Bundespräsident Köhler hin gab es doch eine ganze Menge E-Mails und Reaktionen aus der Öffentlichkeit und eine davon bin ich jetzt auch. Ich finde wirklich, der Bundespräsident Köhler soll blitzartig zurücktreten und völlig verschwinden. Er hat erstens extrem versagt. Als er Bundespräsident wurde, als einer der Weltfachleute im Finanzwesen, hat dieser Horst Köhler überhaupt nichts gesagt gegen die kriegsauslösenden schuldenpolitischen Luftfinanzgeschäfte des Finanzmarktes, der Bankenspekulationen und unserer Finanzsituation in Deutschland. Er hat nichts dazu gesagt. Erst als die Krise 2008 gekippt war, hat dann auch Herr Köhler so langsam irgendetwas dazu gesagt. Dafür, dass er einer der obersten kompetentesten Fachleute ist, halte ich das für Mandatsverrat. Er hat das Mandat von den Deutschen als Bundespräsident und er hat die Deutschen verraten, was die Finanzpolitik betrifft. Jetzt kommt also Horst Köhler raus mit einer Propaganda zu Afghanistan und zwar, er hat nämlich Folgendes, ich habe mir das hier wörtlich notiert, auf die Frage von dem Journalisten, ob denn eine politische Debatte über den Krieg nötig wäre. Und da hat Köhler gesagt, auch militärischer Einsatz ist notwendig, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege. Also er hat den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr nicht mit der verfassungsgemäßen Schutzaufgabe der Bundeswehr Landesverteidigung für Deutschland zu machen, begründet. Die ist ohnehin durch das UNO-Mandat unterlaufen, die Verfassung. Aber der UNO-Mandatsauftrag bezieht sich natürlich auf den Aufbau Sicherheitssituation in Afghanistan, was man alles für silberzüngige Worte dafür gefunden hat. Jedenfalls von Wirtschaftsinteressen und Handelsinteressen Deutschlands für den Kampfeinsatz in Afghanistan ist im UN-Mandat nicht die Rede, ist nach unserer Verfassung nicht die Rede und war überhaupt bislang nicht die Rede. Das ist nun ein Modus, den Horst Köhler im Flugzeug von Afghanistan nach Deutschland der milden Öffentlichkeit versucht unterzujubeln, während dann in der Folge sofort Gegendarstellungen kamen. Ruprecht Polenz von der CDU trat heute im Deutschlandfunk dem entgegen und sagte, ja, Deutschland ist so groß, dass es seine Wirtschafts- und Handelsinteressen weltweit militärisch gestalten soll. Das
sei von Horst Köhler, dem Bundespräsidenten, ungeschickt ausgedrückt, denn Köhler meinte in Wirklichkeit nur die Definition des heute gültigen Mandates. Nein, Köhler hat ausdrücklich von Wirtschafts- und Handelsinteressen gesprochen. Und ich möchte auch die Aufrufer hier bitten, schauen Sie sich den Text, den ich hier dem Podcast beigebe, an. Da ist das wörtlich dokumentiert, zitiert aus dem dradio.de. Dort kann man das auch als Podcast und Audio abhören, das Originalinterview. Ich möchte es nur empfehlen, denn hier bahnt sich etwas ganz Neues an. Die schwarz-gelbe Kriegspropaganda zieht neue Seiten auf. Und um von der ganzen Sache abzulenken, hat nun Bundespräsident Köhler heute irgendetwas zur Auto- und Lkw-Besteuerung gesagt, was natürlich jeden Deutschen betrifft, weil alle mit Autos zu tun haben. Aber unser Thema ist jetzt hier Kriegspropaganda durch den Bundespräsidenten. Ahoi, liebe Piraten!